Ja, aber moinsen meine Meisters und Meisterinnen und was geht? Crypto Gang. Heute, wir haben News zum allgemeinen Markt, wie immer, seinen Kursen und was wir da jetzt so erwarten können, weil ich sag mal schon mal so viel, liebe Freunde, die Zeichen, die stehen auf eventuell runter geht die gute Fahrt. Und wir haben nach langem tatsächlich ein Lebenszeichen und News zum Projekt Lopez. Das sollten wir uns auf jeden Fall auch anschauen, was es da Neues gibt und was das zu bedeuten hat. Abfahrt, liebe Freunde, nach dem natürlich kürzesten Intro der Welt. Hello, Crypto Gang! Freunde, ich möchte darüber informieren, dass wir für Laufe der Woche oder vielleicht auch nächste Woche oder übernächste Woche eventuell sehr stark schwankende Kurse mit Tendenz nach unten haben. Warum? Das gesamte Treuhandvermögen von Genesis soll liquidiert werden. Genesis war vor etwas über ein Jahr noch einer der größten Player im Kryptomarkt, wenn es um Kreditvergabe und solche Dinge ging, bis die dann aber insolvent gegangen sind. Und die haben jetzt einen neuen Antrag beim New Yorker Gericht eingereicht, wie wir hier sehen, ihr Treuhandvermögen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar zu liquidieren. Das sind überwiegend Anteile im Grayscale Bitcoin Trust und Ethereum Trust. Und tatsächlich will Genesis das jetzt so schnell wie möglich, weil die nämlich tatsächlich sozusagen Angst vor der Volatilität von Bitcoin haben. Weil ist ja klar, wenn du jetzt nochmal irgendwie so einen Abschwung auf dem Markt und sowas erwartest, würde dein gesamtes Vermögen, was du da so rumliegen hast, ja weniger wert sein. Du musst aber, wie im Falle von Genesis und auch von anderen Playern, die im Bärenmarkt bankrott gegangen sind, du musst ja Schulden haben, Gläubiger und was nicht alles, du musst ja Schulden bezahlen. Und das willst du am besten auch mit der Gesamtsumme irgendwie nicht im Minus machen. Ne? Im besten Fall sogar Profit, wer weiß, man munkelt, die werden da schon ihre Möglichkeiten haben. Aber deswegen macht Genesis jetzt ernst und die wollen alles, also komplett 1,5 Milliarden Dollar und paar zerquetschte daraus haben. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Keiner von uns sitzt da im Gericht und entscheidet. Das heißt, keiner von uns allen Anwesenden hier kann sich auch nur im geringsten Maße anmaßen, zu wissen, wann es passiert, wie es passiert, wo es passiert und ob es passiert. Weil ein paar Gegebenheiten, die gibt es ja, ist ja klar. Das Gericht ist ja nicht völlig behindert und weiß, dass die Genesis jetzt nicht erlauben können, diese riesige, gigantische Summe auf einen Schlag abzuverkaufen und damit den gesamten Markt zu dumpen. Weil ja, so eine Summe würde den Markt komplett dumpen, ist ja klar. Und deswegen Anlegerschutz und so. Das heißt, wenn die denen eine Erlaubnis geben, dann natürlich mit Voraussetzungen. So nach dem Motto, ja dann dürft ihr so und so viel verkaufen. Dient der Stabilität der Kurse, ist an der Stelle gut für uns. Dann überhaupt, ob sie es jetzt verkaufen dürfen. Mir fällt jetzt zwar kein Grund ein, warum nicht, aber wer weiß. Aber ich sag jetzt mal, wie gesagt, nochmal, mir fällt kein Grund ein, warum die es nicht verkaufen dürfen. So, und dann steht natürlich in den Sternen, wann? Also morgen, Freitag, nächste Woche, übernächste Woche, keiner kann das wissen. Trotzdem wichtig, alle darüber zu informieren, weil es stehen halt 1,5 Milliarden US-Dollar im Raum, die da raus liquidiert werden. Und die Menge an sich, die bewegt schon was bei einem Verkauf. Trotzdem, liebe Freunde, möchte ich darauf hinweisen, dass es auch sein kann, dass wir überhaupt nichts, also wirklich gar nichts davon bemerken werden, anhand Kurse, Schwankungen etc. Selbst wenn die jetzt nach und nach tatsächlich 1,5 Milliarden liquidieren, weil aktuell ist es durch On-Chain-Daten offiziell tatsächlich so, dass Bitcoin-Wale heftig aktiv auf dem Markt sind und akkumulieren. Sozusagen kann es also auch gut sein, dass diese Bitcoin, die verkauft werden, gleichzeitig direkt wieder akkumuliert werden. Somit würde man so gut wie nichts davon mitbekommen und der Kurs flaggt da irgendwo weiter seitwärts rum wie an jedem normalen Mittwoch gefühlt. Da wissen wir aber alle auf jeden Fall schon mal Bescheid. Steigende Kurse sind mit den Infos weniger zu erwarten. Ach, und noch was, das hat Robin in seinem Video von vorgestern richtig gut auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach. Das ist tatsächlich richtig gut, dass das jetzt gerade passiert. Und gleichzeitig auch der Grund, warum der gesamte Kryptomarkt gerade so schwach performt, ja, in Anführungszeichen. Zumindest, wenn wir es mit Wall Street und so vergleichen, weil, guckt mal darüber, da geht richtig Luzi ab, die feiern schon Sommer, die feiern schon Frühling, ne? Erinnert euch mal an den Bärenmarkt. Was war da los? Terra Luna Crash, FTX Crash, Genesis Pleite, Celsius Pleite. Also die größten Player mit massivster Liquidität haben den Löffel abgegeben und müssen ja irgendwann liquidieren. Das tun die aber wann? Klar, wenn die Kurse auf dafür annehmbare Levels sind. Und die, liebe Freunde, die sind eben jetzt. Das sorgt aktuell natürlich für mehr Verkaufsdruck als Kaufdruck auf dem Markt und das ist gut, weil stellt euch vor, so ungefähr hat es Robin auf den Punkt gebracht. Wir feiern jetzt hier Bullrun, okay? Alles schießt parabolisch nach oben. Hoch, 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 immer weiter geil, neue Oldtimers etc. pp. Demnach würde natürlich auch proportional der Wert der Assets, die die bankrotten Riesen da rumliegen haben, steigen. Und dann kommen die irgendwo an einem richtig geilen Zeitpunkt
und wollen liquidieren. Im besten Fall bei unserem Glück oder beim Glück des Kryptomarktes, ja, der immer so von Glück geprägt ist, auch noch alle gleichzeitig. Junge! Das würde richtig reinknallen, das wird so ein Bullrun mal eben ganz schnell beenden. Deswegen, besser jetzt, der Markt absorbiert das dann, wenn diese toten Fische rausgespült sind aus dem Markt, endgültig ist der Weg frei für einen sauberen Bullrun. Und dann geht auch aller Voraussicht nach alles richtig los. Hat er richtig schön erklärt, wie ich finde, leuchtet ein und die Meinung übernehme ich komplett. Eure Gedanken zu dieser Thematik natürlich runter in die Kommentare. Kommen wir zu etwas Erfreulichem innerhalb eines Bauchweh-Themas, liebe Freunde. Wir haben erfreuliches Lebenszeichen vom Projekt Lopez, aber was für eins? Und ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, warum ich es als Bauchweh-Thema bezeichne. Seit Monaten höre ich nichts anderes als Scam, 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 wann kommt der Schuh und alles Scam und wir kennen das ja, liebe Freunde. Ein Projekt, okay? Da ist ein Projekt, es launcht im tiefsten Bärenmarkt. Alle erwarten, wieso auch immer, eins und eins zusammenzählen und so, aber alle erwarten, trotz riesiger Bärenmarkt, alles ist irgendwie 98% im Minus, erwarten einen parabolischen Anstieg. Das Ding launcht, der Anstieg bleibt aus und dann ist es Scam. So ist es immer, okay? Bei dem Projekt muss man aber mittlerweile zwangsläufig irgendwo auf der Seite der Kritiker sein. Weil was meiner Meinung nach als Begleiterscheinung eines schlechten Kurses gar nicht geht, okay? Weil erstmal für den Kurs als Projekt kannst du ja nichts. Der Markt macht den Kurs. Wenn alle irgendwie nach einem Presale, nach Launch verkaufen, da steckst du als Projekt ja nicht drin, okay? Du stellst das Projekt zur Verfügung, Leute kaufen im Presale und verkaufen dann in Hoffnung auf schnelle 3% Gewinn oder so. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, immer alles sofort zu dumpen. Aber so ist das halt. So funktioniert der Markt. Aber da kannst du als Projekt erstmal nichts für. Aber womit man sich dann als Projekt nicht unbedingt einen Gefallen tut, ja, ist teils komplett fehlende und mangelhafte Kommunikation. Die Leute wollen ja wissen, was los ist. Warum verzögert sich der Schuh jetzt wieder und wieder und warum dies und warum das? Und warum redet keiner mit uns? Warum gibt uns keiner verlässliche Informationen? Und ja, was sollst du dazu sagen? Nicht gut. Umso erfreulicher ist es, dass wir jetzt aus dem absoluten Nichts eine Meldung um die Ohren gescheppert bekommen, mit der wohl wirklich keiner gerechnet hat. Nachdem für 97% der Investierten und der Kritiker das Projekt ja sowieso ein kompletter Scam und Betrug ist und die Nachrichten berichten reihenweise Mediamarkt, Mediamarkt, Mediamarkt verkauft. Den Mining-Schuh von Leandro Lopez. Ich sehe das so und ich denke mir, what the fuck, was ist denn jetzt los? Von welcher Ecke kommt denn das jetzt auf einmal? Ich bin euch ehrlich, in den ersten Minuten, wo die Meldung kam, dachte ich mir, das ist wirklich Fake News. Wie Mediamarkt. Nicht Kiosk Heinz Dieter um die Ecke, Kooperation, hier komisch, shady und so. Mediamarkt und Saturn Deutschland verkünden die Zusammenarbeit mit Lopez. Und das ist so big, dass das irgendwie unreal wirkt, habe ich das Gefühl. Aber nein, das ist offensichtlich und offiziell echt so. Die erste Erkenntnis, die das technisch betrifft und gleichzeitig der Grund ist, warum das alles anscheinend so lange gedauert hat. Der Schuh, der kommt jetzt anscheinend doch mit einem integrierten NFC-Chip und nicht mit ursprünglich geplanter und angekündigter, was man vorhatte, kinetischer Energie oder so. Wir müssen uns da auch nicht anlügen. Die Jungs wollten eine Weltneuheit auf den Markt bringen und haben während der Produktionsphase gemerkt, offensichtlich, Digga, Scheiße, das funktioniert, kinetische Energie und so, das funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Weil was stellen sich manche Leute eigentlich vor, okay? Du willst da irgendwie eine Technik, du musst, also Technik hat immer eine Entwicklungsphase, okay? Da mag es intern ein Fehler sein, zu entscheiden, da schon groß Marketingtrommeln und so zu rühren, wenn die Technik noch nicht steht, da bin ich mit jedem d'accord, der Meinung ist, der Meinung bin ich auch, aber trotzdem hast du ja diese Entwicklungsphase, du drückst ja nicht einen Knopf, und dann ist alles fertig und funktioniert. Ja, du stößt ja in Produktionsketten und so stößt du ja auch auf Probleme. Ja, da bin ich auch wieder mit jedem d'accord, der sagt, ja, dann muss man das aber transparent kommunizieren. Bin ich voll bei euch, habe ich mehrfach auch so geäußert. Und ja, und das mit der kinetischen Energie, was man davor hatte, das funktioniert anscheinend einfach nicht so, wie man sich das gedacht hatte. Alleine das ja, dass du schon voll im Marketingbetrieb bist, schon verkaufst, zumindest im Presale, und dann während des Prozesses dir eingestehen musst, dass der ursprüngliche Plan technisch nicht funktioniert. Das stürzt zeittechnisch natürlich einfach alles komplett um. Jetzt ist die Lösung, rein technisch betrachtet, aber anscheinend NFC-Chip funktioniert, altbewährt ist manchmal wohl doch besser.
Okay, ist gut. Dann erfahren wir auch im Mediamarkt, dass die App großer Bestandteil sein wird. Handgefertigten Schuh kaufen, Lopez-App herunterladen, loslaufen, tolle Prämien sammeln und so. Ich bin euch ehrlich, liebe Freunde, aus meiner Position fühlt sich das gerade wirklich maßlos gut an. Weil vor ein paar Monaten noch, ne, stammten diese ganzen Worte von uns YouTubern. Und die erste Reaktion auf kleine YouTuber, weil woher haben die diese ganzen Informationen, blablabla, die werden doch eh alle bezahlt und so, das ist ja an sich erstmal richtig, aber wenn ich als YouTuber etwas sage, dann hat das unweigerlich, ob man mich jetzt mag, ob man mir vertraut, ob man mir nicht vertraut, ob man sagt, ja, der hat aber das schon mal ein Projekt beworben, was irgendwie in Sand gesetzt wurde. Also Menschen sind nicht fehlerfrei, ne? Und Dinge passieren und die sind kacke, da redet ja auch keiner drum rum, aber der Punkt, den ich sagen will, ist, wenn ein YouTuber in meiner Position, oder es waren ja auch andere, die es beworben haben, darüber spricht, dann hat das immer schon einen faden Beigeschmack. Bei vielen, die vielleicht vorher schon in einem Projekt waren, was nicht so performt hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Oder Leute, die zum Beispiel mit bei MFP dabei waren und dann ist die ganze Scheiße in Arsch gegangen und dann ist da derselbe Typ, der spricht jetzt da wieder über ein Projekt, oh, das muss auch Kacke sein und so. Wisst ihr, was ich meine? Also Psychologie einfach, ne? Und deswegen hatte das immer so einen faden Beigeschmack, wenn wir YouTuber uns hingestellt haben, haben gesagt, hier, ja, neues Projekt, Mining-Schuh und geil, kinetische Energie, jetzt mit NFC-Chip, aber damals noch kinetische Energie, Weltneuheit, 2000 Euro am Tag, dieses berühmte Interview mit Kollegen und sowas, ne? Ja, komplett fader Beigeschmack, weil das erzählen uns YouTuber, die in Vergangenheit vielleicht hier und da schon in den Sack gehauen haben mit irgendwas, ne? Und dann reagierst du als Mensch darauf, nee, also der erzählt davon, will ich alles nicht hören, ist Scam, weil auch der Kurs passt mir gerade nicht und so. Jetzt kommt das aber aus der Feder von Mediamarkt und Saturn. Und bei aller Liebe, Leute, ja, ich weiß, viele sind da draußen immer noch auch völlig zu Recht, ja, nachvollziehbar frustriert, fehlende Kommunikation etc. Der Kurs ist auch nicht so, wie man sich das wünscht. Aber wer, ne, abgesehen komplett davon, wer will sich denn jetzt allen Ernstes hier hinstellen und weiter auf das Scam-Framing rumreiten? Leute, Mediamarkt und Saturn scammen uns jetzt hier alle, bitte, ja? Und Dani, du musst da jetzt nicht wieder anderthalb Stunden Rage-Modus im Stream machen, wo du dich über den Lopez-Scam aufregst und was wir alles für gemeine Gauner sind, ja? Mediamarkt! LOL, Digga, LOL, Mediamarkt, oh mein Gott! Weil der Kurs eines Tokens einem nicht gefällt, ist etwas nicht direkt ein Scam. Verstehen das manche nicht, oder was ist denn die Definition von Scam? Der Kurs ist nicht so, wie ich will. Scam, Digga, Scam. Die technische Finesse und das ganze Zusammensetzen vom technischen Prozess, das hat Verzögerung. Scam, Scam, Scam. Ja, Mediamarkt und Saturn scammen uns jetzt alle. Ich bezweifle das ganz stark. Die haben ihre Backchecks im Hintergrund. Das ist ja kein Prozess, also wir können uns das ja jetzt nicht so vorstellen. Leandro Lopez, ne? Leandro Lopez sitzt jetzt am Telefon und ruft irgendwie seinen Kollegen bei Mediamarkt an und sagt, Brudi, ich hab da jetzt hier diesen Schuh, ne, und hier, Video, Interview mit Kollega und alles, ne, richtig geil. Also, der größte Scam des Jahres, seid da dabei. Und der Chef vom Mediamarkt sagt so, ey Digga, gar kein Problem, lass uns ganz Deutschland einfach abrippen. Ja, natürlich, Leute, what the fuck. Und übrigens, bevor das jetzt wieder von ein paar Kollegen kommt, ne, Dani macht jetzt sonst wieder, wie gesagt, gleich anderthalb Stunden Rage-Mode in seinem Stream an und erzählt euch, dass ich das jetzt hier nur mache, weil ich Geld dafür bekomme. Meine Kooperation mit Lopez, die ist seit langem vorbei. Wollte ich jetzt nur mal eben anmerken, ne? Also für die, die wieder Tränchen in den Augen haben, ja, weil die machen alles nur für Geld, das ist alles Scam, ist alles bezahlt. Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ich habe keinerlei Kontakt mehr zu dem Team. Übrigens hat er mir in seinem letzten Stream auch vorgeworfen, nicht namentlich, aber ich weiß ja, dass ich gemeint war. Und ja, wir hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen und ja, ich habe mich da auch nicht von der besten Seite präsentiert, auch nicht in seiner Gruppe und auch nicht privat, als wir geschrieben haben. Ich habe mich dafür schon bei dir entschuldigt. Ich weiß nicht, warum du da die ganze Zeit drauf rumreiten musst, Digga. Ja, und jetzt geht die ganze Geschichte zwar weiter. Wie gesagt, er hat mir das jetzt nicht namentlich vorgeworfen, aber ich weiß, dass ich gemeint war, dass ich Lopez beworben habe und dann meine Token verkauft hätte und deswegen ja gar nicht dahinter stehen könnte. Alles nur fürs Geld gemacht. Geld spielt in unserem Job eine große Rolle. Aber ich weiß nicht, woher er diese Info nimmt. Bis heute hat kein einziger Token, den ich von Lopez habe, meine Wallet verlassen. Das wäre auch sehr dumm gewesen im Minus. Der Abverkauf nach Launch, der kam ja leider sehr, sehr, sehr rapide und schnell und in dem Moment war ich tatsächlich auch nicht am Dashboard. Also, meine Token, und das schwöre ich nackend in die Hand, sind alle bis auf den letzten Cent noch da. Deswegen, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, Digga. Lass einfach diese Unterstellung bitte. Das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Aber, liebe Freunde, zurück zum Thema.
Was gibt es groß dazu zu sagen? Mediamarkt Saturn ist am Start. Das ist geil und ich persönlich nehme das als Hoffnung wahr. Natürlich sei jetzt mal dahingestellt, ob jetzt dadurch der große Durchbruch kommt und ja, Leute, der Kurs um 100x und alles jetzt ganz geil und kauft den Token. Alles Quatsch, liebe Freunde. Erstmal diese News an sich. Das ist schon ein Brett. Und was das auslösen wird, das steht in den Sternen. Darüber will ich jetzt gar nicht mutmaßen. Ich habe hier nämlich keine bezahlte Kooperation, okay? Ich berichte, weil wir haben das Projekt halt nun mal begleitet. Wir haben eine Geschichte mit dem Ding. Aber ich finde, ein Projekt, was seit Anfang an von allen durch den Dreck gezogen wurde, ne? Dem seit Anfang an Betrug und Scam und alles vorgeworfen wird, okay? Was müssen die sich alles anhören und gefallen lassen im Prinzip, ja? Die sind jetzt in offizieller Zusammenarbeit mit fucking Mediamarkt und Saturn. Also mir fällt jetzt pauschal kein so kleines, ist ja klein, so kleines Projekt ein, was so eine große Kooperation announcen kann. Mir fällt keins ein. Lopez, heftige Leistung an der Stelle. Eine geilere Antwort kannst du als Projekt auf die ganzen Vorwürfe gar nicht geben. Sorry. Ich für meinen Teil finde das eine sehr, sehr schöne Sache. Glückwunsch auch da mal von meiner Seite aus ans Team haben, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das ist ein gigantischer Milestone. Dazu kann man schon mal gratulieren. Für uns als Tokenbesitzer und Investierte finde ich es auch gut, weil wir kurstechnisch erstmal Hoffnung aus so einer Sache schöpfen können. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das weitergeht und wie das dann laufen wird mit Mediamarkt und so. Vor allem auch aufs Metaverse, was ja offensichtlich tatsächlich ein maßgeblicher Bestandteil davon sein soll. Das war vorher im Vorhinein auch ein bisschen unklar. Auch darauf bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Generell wäre jetzt noch die Frage zu klären. Gut, Mediamarkt ist an Bord und so, das ist ja auch alles toll, finden wir schön. Aber wann werden denn jetzt aber auch mal die vorbestellten Schuhe von uns allen ausgeliefert? Weil, soviel ich weiß, hat sie noch keiner. Ich zumindest habe sie noch nicht und von euch ist mir auch niemand bekannt, der mir irgendwie berichtet hätte, dass er sie schon hätte. Ich habe dazu jetzt vor Start des Videos tatsächlich eine offizielle Anfrage beim Team dazu rausgeschickt, warte darauf Antwort und wenn eine kommt, dann trage ich sie hier nach. Gut, für heute, liebe Freunde, war's das aber. Alle, die neu da sind, natürlich gerne einmal abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden und ja, mehr gibt's gar nicht zu sagen, liebe Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir haben alles geregelt. Reingehauen, bis zum nächsten Video.